Der Champion-Macher, so haben wir ihn untertitelt. Aus dem Millennium-Jahr, Siegerhengst vom Fleck weg. Was hat er uns geschenkt? Genießet ihn in einem Festvortrag unter Meisterreiter Dieter Weichert. Hier ist der Stedinger. Ja, und einmal ganz kurz oben auch aus dem Augenwinkel auf die Bildschirme zu schauen, denn da seht ihr die strahlende Tochter seiner selbst, Stamina unter Andreas Hägstand. Das wohl aktuell leuchtendste Beispiel seiner unglaublichen Vererbungskraft, liebe Züchter. Stamina, die dänische Dressur-Championess, 2011 erneut im großen Weltmeisterschaftsfinale platziert. Schumacher mit WM-Bronze dekoriert. Westfalen-Champion und Doppel-Bundes-Vize-Champion. Socrate de Huys 2009 bis 2011 durchgehend französischer Dressur-Champion. Santorini OLD 2008 Bundes-Champion. Über 40 gekörte Söhne nennt dieser Herr inzwischen sein eigen. Oh, was ein schöner tänzerischer Auftritt heute Abend. Wie schön still ihr sein könnt für einen solchen Meister. Spitze, Dieter. Man darf auch hier vielleicht nicht vergessen, dass Stedinger ja auch keinen Turniersport mehr besucht. Ja, wird von so Dieter Weichert immer unmittelbar vor der Hengstvorstellung auf diesen Auftritt vorbereitet. Aber das sind eben zwei, die sich gesucht und gefunden haben. Super Galoppmechanik, dort jetzt in der Verstärkung. Ein tolles Bild. Lieber Gerd, deine Station auf dem allerbesten Wege in Form bald einer Dressur-Matinee in Erscheinung zu treten. Ja, Stedinger macht das eigentlich immer ganz gut. Und Dieter ist einfach ein toller Ausbilder. Er reitet schon jetzt zum fünften Mal Stedinger auf der Hengstvorführung. Kommt ein paar Mal vorher her, zwei, dreimal. Aber wenn man so mal in die Psyche der Pferde hineinsieht, dann wundert man sich auch, wie schlau die sind. Wir waren hier zweimal zum Trainieren. Das war überhaupt kein Stress für ihn. Aber heute Morgen, als es auf einmal ans Verladen ging und er merkte, alle Hengste fahren jetzt nach Vechta, da war der schon ein bisschen wie umgewandelt. Und die alten Hengste, die wissen das ganz einfach, wenn es losgeht. Aber das war mit Stedinger damals der Beginn, dass wir mit den Dressurpferden etwas mehr angefangen sind. Er war ja Siegerhengst 2002, der letzte in der Weser-Ems-Halle, hat dann sehr, sehr viel gedeckt.
Und ich muss immer wieder sagen, dass die Dressurexperten, die Nachkommen von ihm haben, diese auch gerne reiten und auch gerne kaufen. Und das ist ja eigentlich das Entscheidende bei allen Hengsten. Wie ist die Vererbung? Die alten Hengste, sie wissen, wann es losgeht, darf ich Gerd zitieren. Das ist wie bei seinem Schöpfer selbst und Züchter. Gerd, wenn wir uns so der Hengstvorstellung nähern, 8 Tage vor der Hengstschau, und die Frequenz der Telefonanrufe doch dann deutlich zunimmt, dann weiß auch Gerd, wenn es wieder losgeht. David, leg's auf die Orgel für unseren schönen Städtinger. Schön im Passagetakt wollen wir ihn verabschieden und ihr dürft vorsichtig mitmachen. Dankeschön, Städtinger! Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Me pego, ai, ai, se eu te pego, teima! Sábado na balada, a galera começou a dançar. Jetzt dürfen wir nochmal. Dieter Weichert, vielen Dank. Ebenfalls.